Eine Wahnsinns-Story werdet ihr jetzt erfahren. Es sind drei erfahrene Camper. Konstantins Diary steht drauf. Es ist eine Familie. Ihr wart in einem ganz tollen Land. Ihr wart in Albanien, habt da gefilmt. Und der Hammer ist, ihr habt einen Film gemacht, den man eigentlich so bei Netflix sehen könnte. Ihr habt den fix und fertig gemacht, habt ihn auf die Seite draufgestellt. Er ist so schön geworden. Ihr müsst diesen Film gucken. Du hast einen ganz tollen Papa und eine Mama, oder? Ja. Und war das schön in Albanien? Und was war am schönsten? Die hatten ganz viel Zeit für dich? Ja, da waren Straßenhunde. Die waren ganz schön. Straßenhunde? Ja. Ganz viele? Ja. Okay. Wir sind ja gerade eben sind wir Rennen gefahren, gell? Das heißt, du hast den Roller auch mit, den grünen Roller? Als mit dabei waren? Aber viele Kinder waren da nicht, oder? Andere? Nein. Jo, ist nicht so schlimm. Ihr habt einen Film gemacht. Ihr wart in Albanien. Du hast mir eben erzählt, ihr wart da 15 Euro Essen. Komplett für die ganze Familie. Die meisten dachten, ihr kriegt direkt hinter der Grenze einen Kopfschuss. Es kam ganz anders, oder? Also die schlimmste Befürchtung kam natürlich aus dem Freundeskreis. Wie könnt ihr nur mit zwei Kindern nach Albanien fahren? Wie könnt ihr das nur tun? Und für uns war das einfach nur... Du musst es erleben, um es zu sehen. Also das ist... es ist einfach nur herzlich, das Land. Das ist freundlich, die Menschen sind hilfsbereit. Und das haben wir schon lange nicht mehr so gesehen wie in Albanien. Ja, du bist Fotografin, du hast das Ganze fotografiert, du hast tolle Bilder gemacht. Da ist eine Zeitung, wenn du mal gerade die Frontseite zeigst, die heißt ist Clever Campen. So, und die hatten Berichte bei euch gemacht, wenn du den mal gerade aufschlägst, bitte. Denn du hast denen mal die Fotos geschickt und die haben direkt gesagt, hey, das ist so eine tolle Geschichte, den müssen wir zeigen. Wer fährt schon nach Albanien? Ihr wart jetzt wie lange da? Knapp 2 Monate waren wir. 2 Monate? Ja. So, das heißt, ihr seid da hingefahren, aber habt ihr da ein bisschen Angst gehabt, Bammel? Habt ihr euch vorher informiert über Albanien? Wir sind tatsächlich reingegangen und wollten eigentlich ohne Vorurteile, ohne alles rein. Und das wurde uns ein bisschen genommen, weil man uns tatsächlich in Kroatien, in Montenegro, überall ziemlich Angst gemacht hat. Und wir sind dann auch über die Grenze schon mit ein bisschen Angst. Und der erste Eindruck war auch schon für uns sehr schockierend, weil man sieht durchaus die Armut. Wir haben uns aber dann doch entschieden, länger zu bleiben und zu sehen, ob es mehr gibt. Und tatsächlich gab es das auch. Ja, es gibt da unglaublich viel. Hier in dem Bericht sieht man, das sieht so ein bisschen aus wie in Südfrankreich, aber doch ganz anders. Ja. Es gibt da ganz hohe Berge, oder? Auch in Albanien? Alles Mögliche. Also von Küste bis Berge. Wir haben dort einen der schönsten Canyons Europas. Und durchs gesamte Land ziehen sich türkisblaue Flüsse mit unglaublich klarem Wasser. Und es ist wirklich noch sehr naturbelassen. Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, die ganzen Fotos, ihr habt natürlich mehrere Kanäle, ihr macht das auf YouTube. Du hast einen Film dann geschnitten. Wie lang ist der Film? 90 Minuten full. 90 Minuten full. Ja. Und der ist so schön, ihr müsst den angucken. Ich habe eben den Trailer gesehen. Du hast ein Handy dabei, wenn du mal gerade den Trailer abspielst, sei mal so nett. Sie gucken mal gerade ganz aufgeregt. Wir haben durch Zufall euch getroffen hier in der Straße. Und ihr schickt mir den Trailer. Wir werden den Trailer auf jeden Fall nochmal veröffentlichen. Wir können den mal kurz anspielen. Die Länge vom Trailer, wie lang ist der? 1 Minute 55. So, und du bist professionell. Du kannst schneiden? Du hast es gelernt? Nee, gelernt habe ich das nicht tatsächlich. Aber du hast gemacht einfach. Ich habe es gemacht, ja. So, und das sind tolle Effekte, weil du weißt, was Blende ist. Ihr habt viele Aufnahmen gemacht, die wirklich so schön sind. Wenn du es mal gerade ein bisschen steiler hältst, ein bisschen zu mir. Lumturi, was ist denn Lumturi? Lumturi heißt Glück auf Albanisch und genau das haben wir dort auch gefunden. So wunderschöne Bilder hast du gemacht, auf der Suche nach dem wahren Reichtum im Leben, das war euch wichtig? Ganz genau. Und dann fängt das an, Stellplatz, ja, schlechtes und Netz hier. Du hast wahrscheinlich O2. Genau. Ja, ganz genau. Ja, das ist okay. Gut erkannt. Ja, ist nicht so schwer, wenn es nicht lädt. Ist das auch entsprechend mit Interviews oder der Film? Zum Teil auch mit Interviews. Also wir haben auch ganz tolle Begegnungen dort gehabt. Wir wurden von einer Familie über Nacht eingeladen. Also es thematisiert auch alles von Müllprobleme, Waldbrände. Thematisiert auch ganz viel über das Land und die Menschen, die dort leben. Boah, ist das schön. Der kennt schon die Musik auswendig, dein Sohn. Ja. Boah, ist das schön. Also es ist ein wunderschöner Film und den gibt es kostenlos bei YouTube, bei ganz euch genau. Am Kanal. Den haben wir auf freiwilliger Spendenbasis. Auf freiwilliger Spendenbasis. Konstantins Diary. Danach müsst ihr praktisch suchen. Und ja, das ist das. Haben den jetzt schon viele Leute gesehen, den Film? 25.000. Genau. Also, ihr müsst jetzt Folgendes tun. Ihr müsst die Familie unterstützen. Müsst euch diesen Albanien-Film anschauen. Der ist so wunderschön. Und tut das bitte und geht auf Konstantins Diary. Das heißt, wenn man das bei YouTube eingibt, dann kommt man bei euch drauf. Dann kommt man sofort bei uns. Genau. Selbst wenn man es mit K eingibt. Ihr habt noch einen zweiten Kanal auf Instagram? Genau, da sind Bilder drauf? Genauso. Da ist genauso. Den gleichen Namen. Und da sind Bilder drauf. Genau. So, also macht das. Und ganz wichtig, wenn ihr drauf seid bei YouTube, abonniert den Kanal von Deborah. Dann? Noah und
und Max. Ja, danke fürs Einschalten und ja, unbedingt abonnieren. Konstantins Diary. Schaut euch den Film an. Ist kostenlos, 90 Minuten. Tschüss, euch beiden. Ciao, ciao. Ciao.